Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von City Skylines. Wir sind wieder drinnen. Wir hatten letztes im Industriegebiet die Straßen so verlassen, dass nicht klappte. Aber jetzt haben wir aus Versehen zwei, glaube ich, abgerissen. Naja. Kriegen die eine Entschädigungszahlung, dann geht das wieder. Irgendwo war noch eins, da oben ist noch ein Haus, das können wir auch wegreißen. Ist ein Industriegebiet oder was? Und da oben sind auch noch zwei Häuser. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir das gerade, ne? So, und hier hatten wir noch ein Verkehrsproblem. Und mal schauen, dass wir das vielleicht noch in den Griff kriegen. Wir wollten hier die Straße gerade durchziehen, ne? Aber das ging letztes Mal noch nicht so ganz. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also wir müssten, wenn, erstmal hier ein neues Stück Straße ziehen. Nach da. Das will er nicht. Weil hier rechts, ich glaube, da war eine Arztpraxis, ne, oder? Kriegen wir das irgendwie hin? Ne, geht gar nicht. Das heißt, schade drum, aber die Arztpraxis muss jetzt dran glauben. So, die sind alle nicht happy, das ist mir auch klar. Aber das ändern wir ja gleich wieder, ne? Will er auch nicht machen. Warum will er das nicht machen? Gute Frage, ne? So geht's, guck. Ne, jetzt müssen wir hier das Ausrufezeichen haben. Und da geht's auch wieder nicht mehr. Ja, wenn was gemacht ist, aber nichts besser geworden hier, ne? So sieht das aus. Ich glaube, wir reißen erstmal noch was ab. Dieses Stück Straße ist fehl am Platz in meinen Augen. Und das müsste geupgradet werden. Geht das? Gute Frage, ne? Will er nicht? Ah, weil da noch ein Platz ist. Okay. Dann geht er auch weg. Ja. So, auf ein neues. Ja, Müllprobleme haben wir. Gut. Das passt. Das will er auch nicht machen. Was ist da für ein Gebäude? Komm, wir machen erstmal die Arztpraxis wieder hin, sonst vergessen wir die nachher. Und einen Park hatten wir da noch. Passt. Gut. Drüben wird schon gebaut. Auch prima. Straße war noch gefragt. Nee, da müssten wir erstmal gerade gucken, was da ist, dass wir das nicht abreißen können. Ah, ein Feuerwehrhaus ist das, alles klar. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das vernichten, weil das Verkehrsproblem ist zu groß. Die Feuerwehr kommt da gleich schon wieder irgendwo hin, so ist ja nicht. Guck, da ist doch schon wieder Platz, oder? Guck mal, alle glücklich sofort. Passt. Ja, das ist die Einfahrt, das ist die Ausfahrt, ne? Vielleicht das Stück dann doch weg. Da knubbelt sich's jetzt, aber das müsste sich gleich auflösen. Das lag jetzt daran, dass wir das umgebaut haben. Die stehen da deswegen auch noch kreuz und quer. Ich glaube, wenn die nächste Grünphase kommt, wird das besser, oder? Na komm, lass mal grün werden jetzt. Ich will das sehen. Ah, da sortiert sich jetzt schon was neu. So, jetzt ist hier grün, jetzt geht es wahrscheinlich gleich besser. Ja. Ach, ich sehe schon, das ist ein falsches Ding. Ah. Von sechsspurig auf drei, alles klar, da müssen wir nochmal an der Straße ran. Die muss es sein.
So, jetzt geht's auch besser los. Drei rechts, drei links. Keine fallen lassen, ne? Nur die Frage, wann die das merken. So, jetzt rücken welche auf. Ah, dieses hier, das ist Kokolores, das muss weg. Irgendwie müssen wir das anders machen. Das muss nochmal umgebaut werden. Das Stück weg. Wir fahren jetzt alle darum und wieder zurück. Machen wir das geradeaus. Dann hätten wir das gleiche wie eben, würde auch nichts bringen. Aber es wäre Einbahnstraße. Irgendwie ist das hier nicht so das Ding. So einen tollen Kreisverkehr, der ist wahrscheinlich riesig, das würde nicht gehen. Und der ist zu klein dafür, der nimmt da sowieso nicht auf. So. Wo ist die Zufahrt? Hier. Die fahren alle da lang, die stauen sich da zurück dann. Nee, abreißen erstmal was. So. Zufahrt. Bis dahin. Passt. So, die können. Na, dieses Stück Straße, ne, da haben wir wieder einen Fehler drin. Das muss beidspurig sein. Okay, wieder wegreißen, hat keinen Sinn. So, auf ein neues. So, jetzt hat's geklappt, ne? So, was machen wir hier? So. Jetzt können die da lang fahren und da lang fahren, aber diese da, ne? Können dann nur so fahren. Aber ist das so gewollt? Gute Frage, ne? Staut sich's momentan hier. Aber der Fluss ist noch da, so ist nicht. Ich glaube, wir müssen den Friedhof umlegen. Hier, der Betriebshof, der muss woanders hin, aber das ist ja ganz schlecht, glaube ich, zu machen. Was passiert, wenn wir da eine Straße weiter durchziehen? Sollen wir das mal checken? Ich glaube, das checken wir mal.
Fahren dann da welche durch? Gute Frage, ne? Da oben gibt es ein massiges Müllproblem. Auf der Straße geht es jetzt auch nicht weiter. Die wollen alle links. Um dann da. Das ist ein voller Kreisverkehr, wird das. Oh oh. Nee, da muss man was ändern. Das hat so keinen Sinn. Das ist hier auch alles Kasperei, ne? Weg mit der Straße. Wo ist denn die Ausfahrtsstraße? Die ist im Endeffekt auch da an der Industrie. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wir können es aber breiter irgendwie, vielleicht zweispurig da durchziehen, oder? So, jetzt nochmal. Diese. Geht da lang. Da lang. Da lang. Beide Richtungen ist es jetzt. Das wollten wir doch gar nicht, oder? Ich wollte nur eine Richtung. Passt. Und dann wollten wir in die andere Richtung natürlich auch noch fahren. Und zwar von dort. Warte mal, die muss da erst nochmal weg, das ist auch klar. Hallo, ich möchte die Straße abreißen. So. Und dann möchte ich eine Einbahnstraße wieder bauen. Passt. Okay, muss nochmal weg. Schlecht gebaut. Und wieder hin. So, Riesenstraße, die von nirgendwo kommt. Da geht sie nicht hin. Zack. So, das funktioniert nicht, kriegen wir aber sofort gelöst, indem wir da ein Stück wegreißen. So, dann nochmal dahin. Da, na, da, passt. So. Der erste Krankenwagen fährt da schon lang und kann bis dahin fahren. Auch gut. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir es hier. Die könnte man noch verbreitern.
Aber ist erstmal okay, denke ich. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier gemacht haben. Kleine Straße, zwei Bäume ist das, diese. Von da nach da, passt. Und drehen wir mal um. Da haben wir nichts gemacht. Könnte man hier hinterherziehen. So. So. Da. Und dann will er nicht mehr. Letztes Stück müssen wir also abreißen. Nee, die war das nicht, die war das. Und dann in so einem Bogen dahin. Passt. Okay, grüne Flächen hin für Häuser. Passt das so dann? Ich will hoffen, ja. Ich glaube, das ist okay, oder? Hier sind so einzelne Sachen. Ich glaube, geht, oder? So, jetzt können die da alle bauen. Hier fehlt es noch an zwei Kästchen. Da wird schon das erste Häuslein gebaut. Ich glaube, jetzt ist es gut. Ist die Frage, was wir da in der Mitte machen? Kommt ein paar Geschäfte hin, oder? Geschäfte sind sowieso zu wenig, sehe ich gerade. So, Feuerwehr haben wir abgerissen und Dingensarzt hat man abgerissen, ist aber wieder da. Hier kann noch ein bisschen Kommerz hin. Passt schon, ne? Gut. Okay. Straßentechnisch, wie sieht's aus? Hier fahren sie alle, hier haben wir vor der Ampel ein bisschen gerade gehabt, das war aber okay, denke ich. Hier sieht's gut aus. Das passt. Ah, hier ist das nächste Loch. Ja, hier staut sich's wegen der Fünferkreuzung wahrscheinlich, ne? Gut, aber das ist schon wieder so eine Sache fürs nächste Mal, denke ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.